Hallöchen zusammen, hier ist Thorsten und ich melde mich heute mal nur in Form meiner Hände, nämlich mit einem Workshop-Video bei euch. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr ein Spiel euch selber basteln könnt. Und zwar natürlich, wie könnte es bei uns anders sein, ein historisches Spiel, die sogenannte Römermühle. Ja, Römermühle ist ein sehr simples Spiel, was aber doch immer wieder sehr viel Spaß macht, wenn man das gemeinsam spielt. Warum heißt das Römermühle? Ja, das Spielbrett, dieser Kreis hier, auf dem man das spielt mit diesen Linien, das erinnert an einen Mühlstein oder Mahlstein. Vielleicht habt ihr das schon gesehen in unseren anderen Videos zu den Römern. Da hatten die so eine Handmühle, hatten wir eine Handmühle im Einsatz. So ein Mahlstein, der hat so eingravierte Rillen, zwischen denen das Korn eben gerieben wird. Und auf diese Steinform geht eben ursprünglich dieses Spiel Mühle zurück. Deswegen heißt das Mühle. Oder eben in der ursprünglichen Form Römermühle, weil die Römer das eben schon gespielt haben sollen. Vielleicht kennt ihr auch dieses Spiel Mühle heute als so ein quadratisches Spielfeld, wo auch eine Außenlinie und noch einmal eine Innenlinie vorkommt. Das ist eine etwas komplexere Version. Aber ursprünglich war das eben so. Ja, wir wollen uns das heute nachbasteln. Dazu brauchen wir aber nicht so viel Ton und bauen uns einen richtigen Ziegel. Wir machen das in einem Stoff- bzw. Lederbeutel. Das hat den praktischen Vorteil, dass man den Beutel dann zumachen kann und die Spielsteine da drin aufbewahren kann. Ja, Stichwort Spielsteine. Man braucht sechs verschiedene Steine neben diesem Spielbrett. In diesem Fall sind das ja, drei schwarze und drei weiße Steine. Also sechs Steine in zwei verschiedenen Farben, jeweils drei. Man kann aber alles Mögliche dazu nehmen. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. Also zum Beispiel habe ich hier Steine von einem Damespiel oder einem Backgammon-Spiel kann man auch nehmen, in zwei verschiedenen Farben. Man kann aber auch Naturmaterialien nehmen, zum Beispiel einfach Flusskiesel in schwarz, grau, weiß. Die gibt es so in unterschiedlichen Farben. Und wenn man sich da gleichfarbige zusammensucht, hat man auch zwei unterschiedliche Möglichkeiten oder sogar so kleine Kastanien. Sicherlich fällt euch da auch noch was anderes ein. Man kann auch Holzscheiben nehmen oder eben aus Ton irgendwie sich solche kleinen Spielsteine selber herstellen. Da gibt es, wie gesagt, schier unendliche Möglichkeiten. Solche kleinen Glasnuggets sind auch ganz gut, die es so im Deko-Artikelladen gibt. Also, denkt euch da einfach irgendetwas aus. So, wie wird das Spiel gespielt? Gleich zu Anfang mal kurz die Regeln. Sehr simpel, man gewinnt das Spiel, wenn man eine Linie über die Mitte bilden kann. Wie gesagt, das ist die simple Version. Hier gilt nur die Mitte, ja, egal natürlich in welcher Konstellation außen. Jetzt sollte man meinen, wenn man die Mitte blockiert, dann hat man das Spiel sehr schnell gewonnen. Aber man kann den Gegner zwingen, die Mitte frei zu räumen. Ich zeige das mal in diesem Fall. Ja, kann man jetzt diesen Stein zum Beispiel nicht setzen, weil man nicht springen darf. Der darf jetzt nicht hier drüber springen, ja, und kann kein Feld links und rechts und auch hier nicht besetzen. In dem Fall könnte man jetzt noch den hier hinsetzen natürlich. Wir denken uns jetzt einfach mal so eine Situation aus, die kann durchaus vorkommen. Ne? Jetzt kann in diesem Fall Weiß beide Steine am Rand nicht mehr setzen und müssen jetzt die Mitte frei machen, ne, in irgendeine Richtung. Und in dem Moment kann Schwarz dann die Mitte besetzen. Ja, und Weiß muss jetzt schnell hier hinziehen, um eben zu verhindern, dass Schwarz eine Mühle bauen kann. Ne? Aber so hätte dann Schwarz gewonnen. Ja, also simpler geht es wirklich nicht. Meist sehr schnell zu Ende. Man kann aber auch lange dran sitzen. Also immer abwechselnd ziehen. Ich zeige das noch einmal im kompletten Aufbau. Es beginnt. Weiß weiterziehen.
kann es sich auch wieder zurückziehen. Und jetzt muss Weiß die Mitte räumen. Und Schwarz gewinnt. So, um uns unser Spielfeld, Schrägstrich Beutel zu bauen, ja, brauchen wir natürlich ein Stück Stoff. In meinem Fall nehme ich einen Lederrest, den ich noch habe, aber ihr könnt auch ein Stück weißen Stoff nehmen, zum Beispiel eine alte Tischdecke oder ein altes T-Shirt, darauf lässt, macht sich das ganz gut. Wir brauchen ein bisschen Bindfaden und ein Werkzeug, eigentlich nur ein Kuli, eine Schere, ein Lineal und einen Locher bzw. eine Lochzange, wenn ihr sowas habt. Und ja, da wir einen Kreis wollen, wäre ein Zirkel ganz gut, aber es geht auch total simpel, wenn ihr ein passendes Gefäß habt, wie zum Beispiel hier meine Holzschale, die da drauf passt. Da könnt ihr irgendeinen Teller nehmen, der eben so groß ist wie euer Stoffstück und das einfach abzeichnen. Ja, dann legen wir mal los. Fertig. So, jetzt kommen wir schon dazu, unser Spielbrett aufzumalen. Wir haben jetzt hier einen Kreis, um genau den Mittelpunkt zu finden. Einfacher Trick. Man knickt den Kreis einmal über seine Mitte und macht also eine Linie rein. Ja, und schon haben wir die Mittellinie. Die können wir schon mal nachzeichnen. So, und dann wollen wir dazu im rechten Winkel wieder eine Linie zeichnen. Jetzt können wir entweder das Lineal so anlegen, können aber auch wieder nochmal das so knicken, sodass die Linien übereinander liegen. Nochmal knicken, dass wir auch die Mitte erwischen. So, dann zeichnen wir das nochmal nach. So, und dann brauchen wir noch nach den Vierteln Achtel. Im Grunde können wir so weitermachen, immer über die Linie das Knicken. Man sieht auch außen hier schon ganz gut unsere Kanten. So. Jetzt habe ich nicht ganz die Mitte getroffen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich mache das jetzt hier einmal nach Augenmaß. So, der Mittelpunkt ist schon gut zu sehen. Wir markieren uns jetzt zusätzlich nochmal zwischen diesen 8 Außenlinien einen Punkt jeweils in der Mitte. Das kann man auch nach Augenmaß ganz gut machen. Lasst ungefähr einen halben Zentimeter vom Rand Platz. So, und das war's schon vom Aufzeichnen. Jetzt nehmen wir unseren Locher und lochen insgesamt die 8 Punkte, die wir gerade aufgemalt haben, plus jeweils an den Linien. Die nehmen wir auch mit als Punkte, als Markierung für Löcher. Fertig. Ihr seht auch bei mir, es ist nicht alles perfekt geworden. Ich habe nicht immer den Punkt getroffen oder die Linie, aber es kommt jetzt hier nicht auf einen Millimeter an. Was machen wir jetzt noch? Wir nehmen uns jetzt noch unseren Bindfaden. Und zwar brauchen wir ungefähr 4-mal die Länge unseres Durchmessers. Vielleicht auch 5-mal. So, und dann fangen wir an, am besten von der Außenseite unseren Faden durchzustecken und wir ziehen ihn fast bis zum Ende durch und das Ganze jetzt einfach abwechseln von innen nach außen und wieder von außen
nach innen. Wenn die Fäden unterschiedlich lang sind am Ende, dann könnt ihr den kürzeren Faden entsprechend nachziehen. Müsst aber dazu, weil ihr den Faden nicht mit einem Ruck hier durchgezogen kriegt, ein bisschen nachhelfen, indem ihr erstmal vom längeren wieder ein bisschen zurückzieht. So alle zwei Löcher. So. Die ganzen Fäden verknoten wir dann einmal miteinander. Nicht zu festziehen. Ja, ihr müsst auf jeden Fall eure Mühle noch flach auslegen können, euer Spielbrett. Wir machen einen Doppelknoten, den wir jetzt beide Seiten ziehen. So. Im Grunde reicht das schon. Noch besser zugeht aber der Beutel, wenn wir das Ganze nochmal wiederholen von der anderen Seite. Und zwar müssen wir jetzt von der genau gegenüberliegenden Seite reingehen und gehen dann nochmal um den Kreis rum und kommen da wieder raus. Und da sind wir auch wieder am Ende angekommen und verknoten wieder beide Enden mit einem Doppelknoten. Die überschüssigen Fäden können wir abschneiden. Passt mal auf, dass ihr euren Knoten nicht wieder durchtrennt. Und dann sind wir auch schon fertig mit unserer Römermühle. Wir können hier diese Linie außen, wo die Fäden durchgezogen sind, gleich als Linie des Spiels nehmen. Denkt aber dran, diese Punkte in der Mitte, die zählen nicht mit als Spielpunkte, sondern nur die an den Enden der Linien. Ja, und dann kann man darauf spielen. Und wenn man fertig ist mit dem Spiel, kann man die Steine einpacken und sie im Beutel wegschließen. Fertig. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst doch wie immer ein Like da oder auch ein Abo. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.